Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Und ja, Leute, wir kommen langsam zum Ende, ne? Also ich würde sagen, ich würde jetzt mal schätzen, das hier wird schon die vorletzte Regular Season Folge und danach wird die nächste die letzte sein. Wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten in der Saison. Ich gehe schon mal vor in der Simulation. Und wir haben ein Trade-Angebot gleich zum Anfang, dann quatsche ich gleich weiter. Auf jeden Fall gucken wir uns das Angebot an. Dugonic gegen Doncic gegen Swift und Lionel Swenson. Das machen wir nicht. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir kommen ja immer weiter voran. Wir sind wirklich, wir sind ja gut mit dabei. Wir spielen um den Heimvorteil. Wir versuchen vielleicht sogar die Nuggets noch zu jagen, ne? Dass man da vielleicht sogar nochmal Western Conference Champ wird. Das wäre natürlich auch nochmal schön für die letzte Season. Erstmal haben wir die Cavs besiegt. Das ist auch schön. Und ja, Leute, danach geht's dann ab in die Playoffs. Wird auch Zeit, ne? Ich habe wieder Bock auf Playoffs. Ich will gerne diesen letzten Playoff-Run mit den Lakers zocken. Und dann endet das Ganze auch schon. Es ist von den Folgen her, das habe ich mal echt nachgeguckt, tatsächlich nicht die längste Serie, die ich auf diesem Kanal habe. Ich habe mit den Portland Trailblazers, ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Aber es sind einige Videos nochmal mehr, glaube ich, gewesen. Was heißt einige? Ein paar Videos. Wir sind hier jetzt ja auch schon bei über 160. Beziehungsweise bald bei 170. Also, es ist, die Portland Trailblazers Karriere war ähnlich lang. Und man muss ja sagen, ne, hätte ich nicht 10 Punkte gehabt, also wo ich da 10 Tage ausgefallen bin, ne, dann wäre die Serie hier vielleicht sogar fast schon länger geworden. Ne? Und der Unterschied ist, dass die Folgen hier deutlich länger sind als in der Trailblazers Serie. Das habe ich mir mal angeguckt. Da gab es manchmal Folgen, keine Ahnung, da habe ich den Free-Point-Contest in einer Folge gepackt. Und dann ging das halt auch nur mal 15 Minuten. Während es in dieser Serie, wie ihr ja selber wisst, eigentlich Standard ist, dass die Folgen, also 25 Minuten haben sie eigentlich immer. Es kommt aber auch mal vor, je nachdem, was wie passiert, dass eine Folge 30 Minuten, 35 oder wenn echt noch so viel passiert und Co., dann auch mal eine 45-minütige Folge, ist. Also ich würde echt sagen, was so den, vor allen Dingen auch wie viele Jahre wir vorgekommen sind und Co., sind wir eh so weit wie noch nie. Und dass vor allen Dingen auch einfach was passiert ist und Co., wirklich das hier die inhaltsstärkste Folge, inhaltsstärkste Serie auf jeden Fall, was 2K angeht, von mir ist. Ich freue mich auch schon irgendwann auf den nächsten Teil hier, mein Mann ist mit einem fetten Double-Double. Ich quatsch gerade ein bisschen, weil ich natürlich ein bisschen vorsimuliere. Haben hier echt die Nets geschlagen, deutlich. Ich muss echt sagen, ich bin sehr gespannt, was sich beim nächsten Teil ändern wird. Ich werde ja auch die Spielerkarriere auf jeden Fall intensiver dann nochmal bei Twitch behandeln. Das will ich auf jeden Fall machen. Den Online-Modus lasse ich wahrscheinlich links liegen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann online einfach nicht zocken, weil man ständig gegen Amis zockt und dann Server aussetzt und sonst was, das nervt. Abgesehen davon, dass der Modus nach ein paar, Castell mit 44, nach ein paar Monaten eh tot ist, weil gefühlt hat jeder eine 99er-Karte. Du hast Shaquille O'Neal, der Dreier werfen kann und keine Ahnung, das ist für mich dann nichts mehr. Ist dann wie Ultimate Team, wie bei FIFA, um ehrlich zu sein. Zocke ich auch nicht. Und dann werde ich die Einzelspielkarriere auf jeden Fall bei Twitch im nächsten Jahr, das gewinnen wir schön, werde ich auf jeden Fall intensiver behandeln. In diesem Jahr hatte ich es ja ein bisschen zu wenig behandelt, weil ja auch Twitch lange Zeit nicht funktionierte wegen Vodafone. Aber ja, das ist auf jeden Fall dazu. Ich quatsche die ganze Zeit und bei uns läuft es sehr gut. Wir sind sogar gleich schon an der Trading Deadline. Da ist halt die Frage, machen wir noch diesen einen letzten Trade, ne? Gucken wir mal erstmal hier. Paul, nein, ganz vergessen. Also Bianco gebe ich die auf gar keinen Fall ab. Wir gehen mal erstmal vor, ne? Wir machen nochmal das Meeting mit dem Governor. Ach, meine Nase, ey. Pollenallergie. Die Leute, die Pollenallergie haben, die kennen das. Die Nase juckt schon so ganz leicht. Das ist die ganze Zeit schon so dieses, ich muss vielleicht bald irgendwann niesen. Oder was eigentlich sogar noch unangenehmer ist, weil wenn du niest, dann ist es einfach raus und gut ist. Was fast schon unangenehm ist, wenn es wirklich so eine gefühlte halbe Stunde hat, dass man die ganze Zeit das Gefühl, ey, kommt das jetzt gleich mal, kommt das gleich mal? Manchmal geht es dann weg und man muss doch nicht niesen und manchmal kriegt man dann Niesanfälle. Aber gut, jetzt habe ich viel drumherum geredet, jetzt konzentrieren wir uns natürlich aufs Game hier. Wir stehen bei 37:15. Gehen nochmal gegen die Grizzlies und dann kommen wir wirklich zur spannenden Frage, machen wir noch was? Denn ich habe eine Idee. Ich habe tatsächlich noch eine Idee, was man machen kann. Denn, gucken mal, gut, gegen die Grizzlies verlieren wir. Humphries mit 10, 9, 3, 5 Steals, 2 Blocks, also der macht keinen schlechten Job, muss man sagen, ne? Grenier, Lewins. Er hier ist nämlich ein Problemfall. Er hat jetzt nochmal mehr Minuten bekommen, hat hier wieder 12 Minuten gespielt, ne?
er trifft einfach nicht gut aus dem Feld und kann den Dreier nicht werfen. Und er, klar ist er 20 Jahre, vielleicht stabilisiert sich das. Aber wir sind jetzt hier auch mit den Lakers in der Phase, wo man nicht sagen kann, wir können jetzt 3-4 Jahre warten, dass sich er hier nochmal entwickelt. Er kann auch keine Freiwürfe werfen, was auch Katastrophe ist mit 67%. Und vor allen Dingen der Dreier sitzt nicht. Sitzt der Dreier nicht, bist du eigentlich nicht brauchbar, ne? Dementsprechend will ich ihn hier tatsächlich auch nochmal traden. Also ich will nochmal gucken, ob wir einen Trade einfädeln können. Wir gehen natürlich vor. Natürlich wollen wir warten, ne? Ja, beziehungsweise stoppen. Messi will nicht mehr auf der Bank sitzen. Ja, lieber Messi, dann musst du aber dann wohl ein bisschen auf der Bank sitzen. Und Sutton will mit uns quatschen. Unser Scout, klar könnte ich jetzt auch sagen, ist ja egal, bla, weil danach ist die Serie eh vorbei. Aber ihr wisst ja, ich werde ein bisschen noch vorsimulieren und dementsprechend will ich da schon gucken, welche Scouting-Ziele interessant sind, um die Lakers-Franchise eben auch in Zukunft erfolgreich gestalten zu können. Also ich werde dann noch bei den Lakers bleiben und simuliere einfach vor. Ich habe einen Mann gefunden. Es wäre wieder eine Rückkehr, aber es wäre sehr interessant. Und zwar spielt er denn nicht bei den Emeralds? Ich muss mal kurz gucken, wo er spielt. Und zwar folgender. Weil ich hatte nochmal geguckt und dann, was kann man machen, auch wegen Lewins und Co. Und Devin Booker, wo spielt denn der aktuell? Bei Milwaukee, okay, der wurde da hingetradet. Von Seattle. Oh nee, das bedeutet wahrscheinlich. Naja gut, wenn der Trade gerade stattgefunden hat, dann lassen wir es. Ja Morant. Krass. Sie haben Ja Morant und Booker zu den Bucks getradet für Stewart und Richardson. Am 3.2. Ach, vor kurzem erst. Ja, okay. Tja, wer wartet, hat selber Schuld. Ne? Irgendwo hätte man doch direkt angehen sollen. Schade. Sie haben einfach jetzt Ja Morant bekommen, ne? Devin Booker, den hätte ich eigentlich sehr interessant gefunden. Er ist 39 und spielt immer noch, ne? Hat jetzt schon 21 Saisons hinter sich, das ist auch legendär. Noch ein Jahr Vertrag. Gucken, ob er danach seine Saison beendet, ne? Aber 21 Saisons ist auch komplett Wahnsinn. Naja, dann eben kein Devin Booker, ne? Dann müssen wir trotzdem nochmal gucken, was geht für Lewins. Was geht für Lewins, ne? Weil den will ich eigentlich schon gerne loswerden. Weil er ist ein Shot-Creator als Spieß, die wir lesen könnt, aber er kriegt es nicht hin, ja, diese Fähigkeiten auszunutzen. AJ Gibbs, Big Mans haben wir eigentlich genug, da brauchen wir nichts. Connor Ewing, ja, dafür müsste ich Luca dann mit abgeben, ne? Kaneko. Fielder. Aber dann müsste ich Smith abgeben. Perma de Bayo, okay. Maurice Baron. Daryl Lowe. Aber ich müsste einen Erstrunden-Pick abgeben, nee. Noch alles nur ein Jahresverträge, die mir angeboten werden, ne? Gus Winston, auch kein schlechter Mann an sich, ne? Kann den Dreier, glaube ich, ganz gut, ne? Ja, A+, was die Dreier angeht. Ah ja, aber auch hier muss ich einen Erstrunden-Pickup geben, das will ich nicht. Hiermit könnte man sich immer einen Barry George holen, ne? Klar. Auch nicht der allerkrasseste so, ne? Achso, erweiterte waren das. Ist jetzt seit 10 Jahren in der Liga, ne? Oder von Detroit gedraftet an Montreal, Miami, New York, Charlotte, New Orleans. Ah, endlich kann man sagen. Diese ganzen 10 Minuten, seitdem ich am Aufnehmen bin, dieses ganze leichte Kribbeln. Ah, was ich vorhin meinte, irgendwann kommt es oder es bleibt ewig lang. Auf jeden Fall Barry hier, ne, also George. Er kann den Dreier, hat B, hat eine gute Post-Defense, hat ein gutes Rebounding, ne. Wobei wir haben halt Grenier, das macht für uns auch keinen Sinn. Swift ist super, aber da müsste ich Doncic für opfern, das will ich nicht. Floyd Andrews, okay. Er sieht dann doch so aus, als wenn wir Roderick Lewins vielleicht doch nicht abgeben. Wir können aber nochmal gucken, ne? Machen wir Spielersuche. Verbleibende Verträge 2 oder weniger, ne?
Achso, eigentlich wollte ich mindestens 2, aber gut, dann wird das nichts. Wir können so knappe 10 Millionen können wir uns ja traden damit, ne? Am besten wäre natürlich nochmal. Ah, ja gut, gucken wir uns einfach mal an, ne? Gucken wir mal. Achso, Free Agent hatte ich hier. Andrews, Masters, Colts. Haben die alle nur ein Jahr Vertrag? Ich würde schon gerne irgendwas. Hier 3 Jahre, ne? Das war Barry George. Gut, Grenier spielt bei uns. Hier, Kirk Grant, aber Santa, ne? Ich guck gerade mal nach Verträgen. Temple. Damit man da irgendwas auch mehr von hätte, ne? Hier aus Australien. Spielt auch keine schlechte Season an sich, ne? Small Forward, Shooting Guard. Brauchen wir auf Small Forward nicht sowieso jemanden? Klar, gut, wir haben Sullivan, ne? Ich glaube, ein Shooting Guard wäre schon besser, oder? Patrick Williams. Faverani und Co. Ich guck nochmal, 3 Jahre hatte hier. Jaden Springer. Der könnte interessant sein, oder? Jaden Springer. Wobei er natürlich auch hier. Das Ding ist, eigentlich brauche ich fast gar nichts, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht wäre dann doch mit Luins weitermachen besser, auf lange Sicht. Wenn ich mir mal den Kader jetzt angucke, wir können Dugonic, Sullivan, Humphreys sowieso halten. Wenn Messi will, kann er seine Option ziehen. Smith können wir halten, nur Lagarde müssen wir verlängern. Lagarde ist im Sommer der einzige, den wir verlängern müssen. Und ja, wenn man das dann macht, ne, dann ist man da erstmal safe, was die Zukunft angeht. Dann hat man da ewig lang das gleiche Team. Das läuft dann auch so, ne? Doncic bleibt auch noch nächstes Jahr. Und dann ist es vielleicht doch sinnvoll, mit Luins langfristig weiterzumachen und gucken, wie er sich entwickelt. Ja, komm, machen wir es so. Dann geben wir ihm aber auch nochmal mehr Minuten. Dann gebe ich ihm jetzt auch nochmal Vertrauen. Dann nehmen wir jetzt mal den Stars hier ein bisschen was weg tatsächlich. Und Humphreys auch ein bisschen was weg. Doncic soll ruhig weitermachen, Grenier und Co. Dann geben wir nämlich Luins mehr Minuten, Sullivan mehr Minuten. Machen wir doch so, ne? Geben wir Sullivan und Luins auch nochmal 18 Minuten, den beiden jungen Spielern hier. Er hier mit seinen 24 Jahren und Luins mit seinen 20 Jahren. Dann sollen sie jetzt aber auch liefern, ne? Wir machen sogar so, dass wir bei den Stars echt so auf die Minuten gehen. Und Smith kriegt auch nochmal ein paar. Ich denke, das wird auch meine endgültige Rotation, wobei man sagen muss, in den Playoffs wird Luins höchstwahrscheinlich rausfliegen. Dann passt das erstmal auch so, ne? Osa hat eigentlich auch eine 77, der könnte in den Playoffs nochmal interessanter werden, gerade wenn Luins nicht liefert, ne? Aber schauen wir dann mal. Gehen wir jetzt weiter. Ich will auf jeden Fall auch noch ein Spiel hier zocken, ne? Also in eine Partie will ich auf jeden Fall reingehen. Ich will aber Richtung All-Star-Weekend auf jeden Fall hier enden heute. Damit wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall fertig werden. Und dann können wir nochmal eine richtig schöne Playoff-Serie haben. Ich bin auch sehr gespannt, auf wen wir treffen. Wir gucken mal. Ah, Luins war sogar hier oben. Guck mal. Luins, 14 Punkte. Ey. 2 Steals. 2 von 5 Dreier, nicht so schlimm. 5 von 12. Auch alles voll solide. Mach weiter so. Mach weiter so. All-Star-Draft machen wir trotzdem mal mit, ne? Team Dimitri Postnov. Postnov wählt LaMelo Ball. Williams nimmt sich Justin Freeland, okay. Dann nimmt der sich noch Daryl Lagarde hier. Nehmen wir Kristic. All-Star Game werde ich aber wahrscheinlich nicht zocken, ne? Habe ich nicht so Lust drauf. Und Cunningham. Das simulieren wir dann. Oh, und der wird sich Yates holen. Yes. Ist denn hier so Owen Beatty mit dabei? Chris Lagarde. Oh, ist schade, dass unser Lagarde nicht mit dabei ist, ne? Sonst hätten wir einfach mal 3 Brüder in dem All-Star-Game. gab's das überhaupt schon mal, dass 2 Brüder in einem All-Star-Game sind? Nehmen wir Lacombe, ne? Jetzt, die Bank ist jetzt nicht so interessant. Fulant war aber mit am Start, ne? Von den Lakers, oder? Ja, hier. Ja, guck mal, wir haben sogar einen All-Star, ne? Mit Fulant ist ja auch in der heutigen Zeit nicht so einfach. Also da hier so weit fortgeschritten. Ist natürlich nie einfach. Zion auch immer noch All-Star mit dabei. Zion und LaMelo Ball sind so die einzigen Namen,
die keine generierten Stars sind, also keine neu dazugekommenen, wenn ich das richtig überblicke. Ja, tatsächlich LaMelo Ball und Cade Cunningham. Cunningham, Ball und Zion. Der Rest sind natürlich alles Rookies, die ich selber erstellt hatte. Aus den Draft-Jahrgängen in den letzten Jahren. Schlagen wir die Trailblazers. Schön noch gedreht das Ganze hier. Komm, ein bisschen noch. Gehen wir rein für 5 Minuten. Lakers Trailblazers. Vorhin ja noch über die Serie der Trailblazers geredet. Magic Playbook, ja, das ist halt auch witzig, ne? JB meinte ja auch, das war eigentlich ein geiler Vorschlag. Ey, nimm doch das 76ers Playbook. Dann hast du immer, also einfach so ändern wie Team 1 Playbook. Dann hätte ich halt immer das perfekte Playbook. Aber wenn es dann wie heute jetzt plötzlich Magic ist, dann ist natürlich Fail. Dann klappt es auch nicht. Oh, Luca wird weggeblockt. Also Fail vom Spiel, nicht vom Vorschlag her. Der Vorschlag war super an sich. 103-107. Jetzt hier Fulant. Pick and Roll mit Humphreys oder was? Fulant wird freigelassen. Macht ihn nicht. Ach, ich dachte Humphreys kriegt den, aber hat er nicht. Jetzt hier Waiters. Macht den auch nicht rein, unser. Chauvin lagert nur 2 Punkte, aber 8 Rebounds und 8 Assists. Also ja fast schon Draymond Green-like, ne? Gehen wir ins Pick and Roll. Chauvin lagert. Doncic. Warum läuft mal Mann, ist das floppy? Naja. Ach, stark, stark von Chauvin Lagard. Jetzt Luca. Oh, nee. Er ist auch nicht drin. Dann macht es halt mal Manes. Also gut, die drei haben wir nicht wirklich gut getroffen. Wenn wir schon einen Timeout haben, können wir auch mal hier Luins mal ein paar Minütchen geben. Bringen auch nochmal Smith rein, dann nochmal ein bisschen mehr Größe. Gucken wir mal. Fulan mit 16 und 10 heute. Was? Oh, der geht sogar rein. Nein, was überdreht. Das war eigentlich eine gute Wurfmöglichkeit für Lorenz. Ah, stark. Unser Ball hier. Ne, Trailblazers Ball. Wir gucken mal. Da hat der Screen. Lorenz ging da gut durch. Schwach. Das ist doch schwach. Also, du bist in der Zone mit Edwin Smith und dann willst du den Dings nehmen. Okay, das sind zu wilde Würfe, die ich auch teilweise nehme, ne? Lewis mit dem Steal? Nein, fast. Defensiv kann man ihn ja eigentlich wenig vorwerfen, ne? Stark, Edwin Smith. Hat er überhaupt keinen Bock auf solche Sachen. Lewis. Ah, der Fake war gut. Nochmal Fake. Und da macht er den sogar rein, obwohl er so stark verteidigt war. Also stark von Lewis. Muss man ihn mal loben, ne? Simpson. Gegen Chauvin Lagarde. Schwierige Angelegenheit. Also, dass das nicht klappt, hätte ich dir sagen können, Bro. Wenn dein Edwin Smith in der Zone ist, sollst du alles machen. Nur nicht versuchen, da in der Zone den reinzumachen. Und Lewis hat Bock. Lewis hat heute richtig Bock, ne? Kann das sein? 8 Punkte. Nein. Blocking Foul, sagen sie. Bin ich mir nicht sicher. Eigentlich geht er voll in ihn rein, ne? Aber gut, wenn der Ref das so entscheidet, dann wird es so sein.
Quinn Simpson 14 Punkte, 5 von 14 nur reingemacht. Keine so gute Partie. War jetzt hier Full Hand. Nein. Simpson, schwierig. Das sind zu schwierige Würfe. Siobhan Lagarde. Okay, das war nichts. Da bin ich wieder überdreht etwas. Oh, okay. Trailblazer ist immer noch im Spiel, ne? 108, 113. Hat sich noch nichts entschieden. Ach so, na, ich hab nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so aufs Spielfeld achtet, wer wie sich bewegt und dann checkt ihr gar nicht, ey, da sind gerade zwei Spieler auf denjenigen, den du steuerst. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Die ganze Zeit geguckt, hey, wann läuft Lewins los? Man muss natürlich auch auf den ballführenden Spieler achten, sonst ist es halt so, wie jetzt ein bisschen fail. Was? Na, come on. LeBron James ist nicht amused über diese Entscheidung. Gucken wir mal. The ruling on the floor stands. Okay. Marlene halt berührt hatte auch noch, ne? Bei der Landung. Wir bleiben mal so, wie es jetzt ist. Und Bianco ist jetzt trotzdem drin, gut. In der Rotation, ne? Das Simpson ist aber nicht so sicher, ne? Bei der Freiwurflinie. Also wenn man überlegt, der hätte jetzt zwei schon verworfen in kurzer Zeit, hätte er die beiden reingemacht, dann wären sie bei 112. Aber ihr wisst ja, hätte, bringt nichts. Easy going. Kann man auch mal so machen, ne? Ohne sich selbst zu bewegen, einfach warten, dann rollt der Big Man ab und dann, damn, hast du deinen 12. Assist futtern. Stark. Stark, stark gestört. Gerade vor der Voice Crack. Ja, die doppeln konsequent. Mehrere Fakes. Und dann macht die Fulan so rein in der Bewegung, ne? Gut gespielt von den Lakers, da war extrem viel Bewegung drin. Einfach nichts zu machen, ich brauche mal kurz was zu trinken. Die Defense würde ich sogar Lewins wieder reinbringen, weil der hat mir da eigentlich gut gefallen. Und auch Smith hier. Gucken wir mal. Ja, Lewins bleibt da dran. Ein sehr schwieriger Wurf und dementsprechend das Ende dieser Partie hier eigentlich, ne? Faulen sogar nochmal. War eigentlich nicht mehr nötig. Aber wenn sie nochmal faulen, dann spielt das auch nochmal zu Ende. Oh, Scotty Barnes kriegt da Kopfschmerzen. Aber gut. Er nimmt sogar nochmal einen, nochmal einen Block für Malmanis, ne? Malmanis hatte nochmal einen entspannten Block so geholt. Ja, das Team, es läuft mit den Lakers. Vor allen Dingen auch, was mich freut, dass es so läuft, dass man auch dieses Konzept gut geändert hatte. Na klar, man hat mit Fulant auch nochmal einen super starken Spieler bekommen, aber in der Breite sind wir ja schon schlechter. Ne? Kein Ryder mehr, kein McMillan und Co. Doncic ist jetzt nicht von der Gesamtstärke so gut, wie es McMillan zum Beispiel war. Und trotzdem ist das Team insgesamt besser aufgestellt.
Also insgesamt lässt es sich, ist es einfach harmonischer aufgestellt. Es passt besser, jeder passt in seine Rolle nochmal einen Ticken besser. Ich krieg von den Spielern das, was ich auf jeden Fall will. Und insgesamt kann man damit, denke ich, sehr zufrieden sein. Gibt es eigentlich nochmal was von der Presse oder so? Nö. Teamstatus, Sutton will mit uns quatschen. Gucken wir, was bei Sutton geht. Okay, Alexandridis, wahrscheinlich, genau, Grieche. Howie O'Neill, Kent und Co. Ja, soll erstmal alles weiter scouten, ne? Allgemein, welchen Pick hätten wir denn Stand jetzt? Das interessiert mich auch. Den Sharks-Pick, den Uruguayer hier, Ernesto Pascolo. Haben wir sonstige Picks noch? Den 76ers-Pick, okay. Und unseren eigenen. Wir haben sogar drei Picks, ne? Also auf der Basis, wo wir jetzt aufgebaut sind, wenn man dann noch richtig draftet, ne, dann könnten die nächsten Jahre sehr interessant sein. Eine Dynastie werden wir wahrscheinlich nicht mehr aufbauen mit den Lakers. Dafür sind die nicht stark genug. Ich werde auch in der Simulation jetzt nicht super viel machen, um ehrlich zu sein. Ich werde den Kader dann immer in der Offseason zusammenstellen und danach einfach durchsummieren. Lewins. 17 Punkte in 17 Minuten. 5 von 8, 3 von 6. Ist inzwischen hoch auf 7,1. Hat sogar einen Gesamtstärkepunkt gewonnen. Geht doch. Lewins hat... Der kommt langsam. Ist ein Spätstarter. Ist ein Spätstarter, der Lewins. Aber hey, Hauptsache er kommt langsam. Geh nochmal vor. Gucken wir gleich mal auf die Tabelle, ne? Gleich, wenn wir beim All-Star-Game sind. Na, haben das Ding hier echt verloren. Schade. Fulan mit 25, ne? Malmanis, Humphreys, Lagarde und Co. Smith leicht verletzt oder was? Bianco nur 3 Punkte, okay. Wo ist Lewins? 7 Punkte. Ja, auch wieder grundsolide. Also wenn er seine 7 Punkte macht, ist man ja auch schon zufrieden. Man erwartet ja auch vor allem Lewins. 8 bis 10 Wochen ist natürlich bitter jetzt hier für Smith. Aber über diese Minuten freut sich wiederum natürlich Townsend, der dann eben wieder rein darf. Jemin aber nur mal 14 Minuten, da haben wir nochmal 2 Minuten mehr. Die geben wir dann doch mal Manis, ne? Dass wir hier auch weiterhin erfolgreich bleiben. Gucken wir mal. Gegen die Sixers sieht das sehr, sehr gut aus. Obwohl, die Sixers sind gut ein drittes Viertel, aber das hat nicht mehr gereicht, ne? Fulan wieder 25, was macht der? 19, 7 und 8, okay. Bianco mit dabei, Malmanis, Lagarde wieder stark, ne? Lewins, hey, klar, okay, ja gut, Feldwurfquote ist schon schlecht, ne, aber immerhin die Dreier getroffen, 3 von 7. Und er geht langsam Richtung 30% Dreier. Das wäre ja okay, wenn man überlegt, wie schlecht seine Season bis dato war, was die Wurfquoten angeht. Wenn er dann am Ende bei 30% steht, kann man auch sagen, ey, ja, nicht perfekt, nicht das, was du eigentlich sehen willst von einem 20-Jährigen, der in die NBA kommt, aber immerhin hat er seine Quoten nochmal in die 30er-Zone reingebracht. Das heißt, du kannst ihn den Dreier mal geben, ne? Und wenn er dann darauf aufbaut, dann why not, ne? Vielleicht wird ja aus ihm was. Gut, auch hier die Timberwolves besiegt. Bianco mit 31, schön. Dugonic, was spielt der diese Season? 8,6, 4,2 Assists, 1,1 Steals. Trifft gute Quoten, ne? Da kann man nicht meckern. Guter Mann. Malmanis. Gucken wir eh nochmal am Ende der Saison drauf. Ey, Lewins. Lewins geht. Ja, er ist bei 29,7%. Roderick Lewins. Rentner. Humphreys ist verletzt. Bitter. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Nein, nur kurzfristig. Wir gehen mal kurz vor. Ja, passt schon. Wir gehen nochmal eine Woche nach dem All-Star-Weekend weiter, ne? Simulieren hier mal. Hier werde ich jetzt nicht reingehen. Ich habe keine Lust aufs All-Star-Weekend. Ist ja auch in der Realität für mich so. Ich finde die Nominierungen und Co. cool. Ja, wer ist All-Star? Mir das da selber angucken, ist aber langweilig, finde ich in der Regel. Wie viele Wochen haben wir denn jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen noch. Sogar noch eine 8. Dann würde ich sagen, machen wir eine Woche, zwei vielleicht noch, wobei eine sollte reichen. Die machen wir jetzt noch kurz. Und dann gucken wir mal auf Standing und in der nächsten Folge gehen wir dann durch. Ne, wir sind so oder so, was den Heimvorteil angeht, alles in trockenen Tüchern. Wobei, machen wir 2 Wochen noch in dieser Folge, hier am Ende. Machen wir nochmal 2 Wochen auf die Schnelle, aber jetzt, ne, nach dem All-Star-Weekend ist ja eh mal ein bisschen schneller. Nächste Folge will ich dann aber auch noch ein bisschen zocken.
so den letzten Regular-Season-Momente erleben. Vertragsverlängerung können wir eh nichts machen, deswegen wird es durchsimuliert, genau. Jetzt hier Trailblazers gegen Lakers. Portland. Ja, aber läuft, ne? Läuft easy. 30 Punkte vorne, Fulant hat Bock. Luins, 13 Punkte. Ey, Luins gefällt mir. Luins gefällt mir momentan. Der arbeitet sich gerade ran, ne? Ah, komm schon, da will ich eine 3 sehen. Das wäre schön, wenn da noch eine 3 steht. Wöchentliches Meeting. Ich muss sagen, diese wöchentlichen Meetings nerven ein bisschen. Ist ein bisschen too much. Wäre cool, wenn man das alle 2 Wochen einstellen könnte oder so. Oder wenn man sagen könnte, yo, lass mal ein monatliches Meeting machen. Und dann vielleicht auch dafür mit noch größeren Auswirkungen. Das wäre cool. Weil diese wöchentlichen Meetings, das ist einfach, das ist nett gedacht. Ist aber doch im Spielfluss viel zu nervig, weil wer... Ah, oh, Bianco verletzt. Weil jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wer spielt jedes Spiel in Dingens? Also bei 82 Regular-Season-Spielen kannst du ja unmöglich alles zocken. Also klar kann man, aber dann dauert eine Saison auch, keine Ahnung, 3 Monate. Das ist halt zu heftig, ne? Selbst wenn man jedes Viertel nur 4 Minuten hat. 3 Minuten lohnt sich für mich schon gar nicht mehr, weil das ist zu kurz, finde ich. 4 Minuten geht noch so, ne? Aber das ist trotzdem alles so... Wer zockt... Also zockt jemand von euch wirklich jedes Regular-Season-Game und dann alles in den Playoffs? Also Playoffs verstehe ich nur, wenn man Playoffs alles zockt. Das verstehe ich. So. Ist auch viel, aber verstehe ich. Weil es Playoffs. Aber in der Regular-Season gibt es wirklich einen, der alles zockt? Das... Also wenn man das macht, wie viele Saisons schafft man dann? 2? 3? Keine Ahnung. 3 Saisons schafft man dann während einem Jahr? Also 82 plus 82, nochmal 82, da sind wir weit bei über 250 Spielen, ne? Oder? Ja doch, also 160, dann 240 plus Playoffs, ja doch, locker, locker. Locker über 250 Spiele, wenn man in die Playoffs kommt. Rotation behalte ich kurz bei. Geh nochmal in so ein doofes Meeting, wo ich das Anfang nächste Folge nicht machen. Und dann gucken wir nochmal auf die Tabelle. Gibt's hier noch? Ja, Messi wie immer, ne? Er ist halt auch doof, immer wieder das gleiche Mensch. Junge Messi, du darfst nicht spielen. Mit liebevoller Strenge, weg mit dir. So. Gucken wir jetzt auf die NBA-Tabelle und wir sehen, dass wir die Denver Nuggets jagen. Ob wir sie wirklich kriegen können, ist die Frage, ne? Also ich glaube, wir sind sogar schon fürs Play-In qualifiziert. Ich glaube, wir können uns vor Utah und Golden State halten. Vielleicht verlieren wir nochmal 4-5 Spiele am Ende, aber ich glaube nicht, dass Utah und Golden State erstens ungeschlagen bleiben. Und zweitens, dass wir so viel mehr als sie verlieren. Auch die momentane Serie hier von 8-2 spricht nicht unbedingt dafür. Gerade die Warriors eher mit 5-5 magerer unterwegs. Kings mit dabei. Für wem haben die Kings? Meeks und Co., ne? Dann New Orleans, Clippers, Minnesota und Co. Stand jetzt würden wir halt gegen einen aus den Play-Ins zocken. Kansas, ne? Und Dallas ganz unten. Krass. Im Osten sind die Hornets ganz unten mit McMillan. Ryder haben sie inzwischen ja sogar schon weggetradet. Also für die hat sich der Trade überhaupt nicht gelohnt. Ne? Sie haben halt Fulant abgegeben, wirklich einen Star, einen jungen Star vor allen Dingen. Und du hast davon am Ende jetzt nur noch McMillan übrig. Also das war so ein Move, um ihn mal in der Realität mit zu vergleichen. Sowas wie Sabonis gegen Halliburton. Das war ein kompletter Katastrophen-Move der Hornets. Bulls, Knicks und Co. hier, ne, die Sharks. Ja, seit dem Baxter-Abgang konnten sie sich auch nie so richtig etablieren mehr, ne? Beziehungsweise rehabilitieren. Zweifacher Meister ja sogar geworden, Kentucky. Aber auch ein Yates hilft dir da anscheinend nicht so sehr weiter. Ja, Philly und Co. und ganz oben. Bostons Team interessiert mich mit den ganzen Jungen. Wobei der ein oder andere ist schon wieder weg, ne? Wegen Restricted Free Agent Schwachsinn im 2K. Also, dass sie dann immer wieder gehen, obwohl das in der Realität eigentlich nie passiert, wenn du denen Rookie Max anbietest. Pistons mit Franz Wagner, ne? Der hat auch so eine verrückte Karriere, aber da gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Will die Folge nicht unnötig lang halten. Euer Belosche meldet sich ab und bye bye.